zur endlich wieder Präsenz-Pressekonferenz an der Grumacher Straße vor unserem Heimspiel morgen gegen den TSV Havelse. Die beiden Herren Michael Kölner, Günter Gorenzel, darf ich begrüßen und wir starten direkt mit euren Fragen. Kurzes Handzeichen, dann beginnt Matthias Eicher. Herr Kölner, man hat schon von vielen Löwenfans gehört, 6-0 wie in Duisburg ist gegen Havelse auch angeplant. Warum wird es möglicherweise doch enger? Ja, servus zusammen. Also schön, dass wir uns wieder in der Präsenzveranstaltung wieder, also sprich, da kann sich wieder in die Augen schauen und über den Fernseher, dass wir uns da wieder zusammenfinden. Ja, also ich glaube, dass also grundsätzlich, man muss schon sagen, es war schon richtig schlau, dass wir da in Duisburg gespielt haben. 6-0, also ich glaube, dass es schon eine Hausnummer ist. Also vor allen Dingen, wenn man die Ergebnisse von Duisburg im Vorfeld anschaut, die waren auch, sind trotzdem mit sehr vielen Punkten. Und natürlich auch mit der Möglichkeit, gegen uns den Klassenerzieher zu machen. Das hat ja vor einigen Wochen deutlich schlechter für sie ausgehen. Und von dem war es schon so, dass eigentlich die Mannschaft einen guten Flow war, der MSV. Und ja, selbst Tore zu schießen, vor allen Dingen, dass wir also diese Gier nach Tore gehabt haben, das ist uns ja eher gegen Freiburg und in den Spielen davor ein bisschen abhanden gegangen. Da war dann eher so nach sicherer Führung, eher so nach Verwaltungsmodus. Und ich glaube, das war für uns schon ein Lernprozess in dem Spiel. Und ein Entwicklungsprozess in dem Spiel, das wird so dabei, wir wollen weiter auf Tore aussagen, wir wollen ja, vielleicht ein drittes, also ein viertes, fünftes, ein sechstes Tor machen. Ja, und dann natürlich, dass wir jetzt auch mit dem 6-0-Sieg die zwei beste Offensive stellen, das glaube ich auch was, ja, was, schon was Tolles und vor allen Dingen, dass wir uns auch mit dem Sieg jetzt in der Rückrunde auch auf Platz 3 katapultiert haben, glaube ich, zeigt auch, dass wir einfach jetzt seit vielen Spielern einfach richtig gut unterwegs sind. Und ja, wollen den Weg natürlich morgen fortsetzen, aber wer hat jetzt glaubt, so gegen Havelse, eine Mannschaft, die schon abgestiegen ist, ja, da muss man jetzt nur die zwei jüngsten Ergebnisse von Havelse anschauen. Zum 1-1 gegen Halle, 1-0 gegen Freiburg gewonnen. Also vier Punkte aus den letzten beiden Spielen zeigt schon, dass sie auch die Liga, so wie sie auch selber von sich ja, das auf die Fahnen geschrieben haben, die letzten Spiele, also mit der oben Kopf, also in der Liga rauszugehen, setzen sie ja um. Und ich glaube, zum Spiel ist in erster Linie immer wichtig, dass wir drei Punkte haben. Und wenn wir das natürlich mit einem guten Spiel noch hinbekommen, wird es unsere Fans freuen, weil glaube ich auch schon außergewöhnlich ist, dass wir in so einem Spiel dann mal vor ausverkauften Haus spielen, auch frühzeitig ausverkauftes Stadion. Das würde uns sicherlich anspornen. Und wir wollen natürlich schon in dem Spiel jetzt auch dann mal vor allem mit dem guten Fußball. Und ich glaube, wenn man uns die letzten Wochen anschaut, sagen wir, unser Fußball hat sich richtig gut entwickelt. Und das in Duisburg ist jetzt auch ein Produkt unseres Fußballs. Dass wir jetzt nicht bloß jetzt, ja, ein paar glückliche Momente haben, sondern wenn man unsere Mannschaft anschaut, das sind jetzt keine Mannschaft, die über Weitschusstore, über Zufallstore vielleicht die Tore erfüllt. Aber wenn wir jetzt in Duisburg ein Standardtor gemacht haben, sondern es sind alles Tore, die wir rausgespielt haben, die aus einem guten Kombinationsspiel, also einem guten Pressingverhalten im Vorfeld, aber dann aus einem guten Kombinationsspiel heraus resultieren und mit ja, vielen Pässen davor geschaltet. Und das freut mich natürlich, dass wir das jetzt auch in Duisburg ja, dann anknüpfen konnten und hoffen natürlich auch, wie gesagt, dass wir das jetzt auch in den letzten drei Spielen, weil da liegt der Fokus drauf, dass wir in den letzten drei Spielen einfach nicht richtig stark spielen können. Herr Kölner, was hat der 6-0 in Duisburg in Ihrer Mannschaft bewirkt? Und zweite Frage, Richard Neudeck hat gestern das Training abgebrochen. Kann er spielen, ja oder nein? Ja, zweite Frage ist relativ einfach, also von der personellen Situation an. Richard Neudeck hat nicht abgebrochen, ich habe frühzeitig eingeschickt, ich glaube, wir haben am Schluss einen Standard trainiert, da steht es halt alles rum und am Schluss zieht er nach 5 Minuten mal einen Sprint lang und die Muskulatur ist dann abgekühlt, also das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, das ist einfach mit Hirn gesteuert, wie es mal so ausdrückt und zum Glück hat er eine Stunde mittrainiert, eine knappe Stunde war alles okay, der wird morgen im Kader sein und dem wir freuen uns, dass Ritschi auch nach einer Spielpause wieder relativ frühzeitig wieder die Mannschaft verstärken wird und ja, und wie gesagt, personell, wenn wir jetzt das Thema gleich dann damit mit, ja, abfertigen, muss jetzt mal Tom Gretschner wird wieder dabei sein, Maxim Wessler fehlt noch krank, Nathan Wicht schreibt heute französisch Abitur, wird dann morgen in der U21 spielen und heute bei der U21 mit trainieren. Ansonsten, wie gesagt, ja, ist der gleiche Kader am Ende, wie jetzt bis auf Gretschner und Neudecker. Da kommen wir dann für 100 Mark und für wichtige Kader zurück. Ansonsten, wie gesagt, war wichtig, glaube ich, auch, dass Jan Magalla wieder in der Woche mit dem Training dabei war. Da waren einfach die Schmerzen dann zu groß, wie er da drauf gefahren ist und hat schon in der Nacht Schmerzen gehabt mit dem Arm.
Von dem her haben wir gesagt, ja, wir sind einfach Langzeitverletzte, schade, wirklich so an der Stelle keine Stade, die Untersuchung jetzt am Herzen, haben immer noch kein gutes Resultat ergeben. Muss nochmal pausieren und das ist für die. Also wir waren die Woche da, ist ja in der Presse verfolgen konnte. Also wie gesagt, extrem bitter für den Jungen, weil er das nochmal eine längere Pause nach sich zieht und jetzt ist er eh schon zwei Monate raus und sein Victoria Köln spielt und ja, bitter, weil es auch für ihn an die Karriere geht und wie es weitergeht und dass er uns hat in der Rückrunde gefehlt hat, keine Frage. Ich glaube, vor allem in so Spielen, was du den Unterschied du brauchst, Saarbrücken, Braunschweig, ich glaube, der hat uns keinen wirklich nur den Unterschied gemacht aus Saarbrück. Und ja, haben wir dann schon gemerkt, am Ende der Fäden so ein kleiner Drücke fehlt in diesen Spielen und diese kleine Drücke wäre sicherlich eine Schaule gewesen oder Wein oder Mösch, wie gesagt, und ja, bitter, aber ist so, wie gesagt, und ja, dann die Wein, wie gesagt, das im Aufbautraining, mal das Mösch, und nächste Woche wieder mit dem Aufbautraining starten, sich nochmal untersuchen lassen. Und nochmal ja, einen kleinen Eingriff vornehmen lassen jetzt, an seinem Schambein. Und hoffe jetzt, dass es jetzt endgültig da vorbei ist. Vorbei ist nie sein, aber dass es so ist, dass er wieder ins Training zurückkehren kann. Wie gesagt, und Lorenz Möwel und Marco Mannert und Georg Schickel sind jetzt praktisch wieder operiert worden und sind jetzt wieder im Reha-Programm drinnen. Ansonsten, wie gesagt, ja. Sind wir froh, dass wir eine gute Woche in den Leben gekommen haben und dass auch die erste Frage von Ihnen ist. Ja, bewirkt natürlich keine Frage. Was also, ich glaube, die Art und Weise ist für mich immer entscheidend. Also 6-0 ist natürlich zweithöchste Auswärtssieg einer Löwenmannschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Also der Verein hat ja eine große Historie und hat viele große Mannschaften gehabt. Und auch wenn es jetzt 0 in der Liga, keine Frage ist, aber in Duisburg ist es schon ein besonderes Stadion. Vor allem jetzt auch Rekordbesuch beim MSV in der Saison mit 12.000 Zuschauern. Und wir konnten den knapp 1000 Löwenfans natürlich, glaube ich, eine tolle Rückfahrt präsentieren und auch ein tolles Erlebnis im Stadion. Und da reden wir jetzt schon mit besonders und natürlich auch, ich glaube, das Wichtigste ist für uns einmal, dass sportliche Erfolge natürlich auch einhergehen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, aber natürlich, dass immer über die geschlossene Mannschaftsleistung auch persönlich manche Spiele glänzen können. Und Stefan Lex natürlich, glaube ich, eines seiner besten Spiele vielleicht in seiner Karriere, so sieht man jetzt auch mit dieser FIFA-Nominierung. Seit ich jetzt hier Trainer bin, das ist auch ungewöhnlich, dass man in der dritten Liga schon mit Mölders, Hiller, Dressel, ja, jetzt mit Wölsch und Lex fünf Spieler hat, die diese Auszeit bringen und die Woche gestern gab es ja die. Und vor der Wien-Analyse habe ich die dann an Stefan in die Hand gedrückt, ist schon was Besonderes. Also wenn man dann so einen Score bekommt, dass man das als Drittligaspieler bekommt und wir jetzt, seit ich hier bin, mit 5 ist eine außergewöhnliche Geschichte, weil das ist ja eine Auszeichnung, die jetzt nicht auf Deutschland beschränkt ist. Zum Zweiten natürlich, dass wir Marcel Berger natürlich jetzt als Spieler wieder in unseren Reihen haben, ja, der gute Optionen hat, diesen Torschützenkanone zu holen, auch toll. Und, aber in erster Linie steht immer der mannschaftliche Erfolg. Und wenn du als Mannschaft gut funktionierst, wenn du harmonierst, wenn du dich als Mannschaft auch gut ergänzt, hast du immer eins immer als Vorsprung oder als Vorteil, du kannst auch dann persönlich glänzen. Und ich glaube, immer der andere Weg ist für mich der falsche, persönlich glänzen und die Mannschaft wieder zu sehen. Dann gehst du meistens auf die Schnauze und wir haben gesagt, das am Samstag von dir bekommen, am Sonntag von dir bekommen, aber es geht morgen wieder von null los. Wir wollen keinen Punkt deswegen oder kein Tor vorher gewinnen, wir müssen jedes Tor hart erspielen. Was ich vorher schon gesagt habe, hart erspielen. Und ich hoffe, dass meine Mannschaft morgen, so wie sie in der Woche ein Training, haben richtig gut trainiert jetzt am Mittwoch und Donnerstag, dass wir heute mal ein gutes Abschlusstraining hinbekommen haben und morgen auch am ausverkauften Haus in Köln über der Stadion auch wieder in den Stau geleistet sein können. Da können wir was glauben Sie, wie viele Punkte Sie brauchen, um diesen vierten Platz zu zementieren? Keine Ahnung, ich glaube, man tut gut daran, dass man mit 9 bleibt. Also ich glaube, dass wir jetzt nicht hergehen und sagen, ja, ob wir mit 6 oder 7 bleiben müssen, ich glaube, wir bleiben mit 9. So, wenn wir Duisburg jetzt, oder wir fahren dahin, um zu siegen, so müssen wir morgen auf jeden Fall, das Spiel ist klar, also die Tabellenkonstellation ist eindeutig, der Tabellenvierte empfängt den Vorletzten, wenn man die Dütsche nimmt, in der Tabelle, als letzter Einstuf, den Vorletzten der Tabelle, aber eigentlich auch rein normal, also den Letzten in der Tabelle, dann ist klar, dann wird ein Sieg erwartet und dann geht es nach Magdeburg und dann haben wir dort zwei Sachen, also das sind auch keine leichten Spiele mehr, die letzten beide, aber ich glaube, Ziel ist es, dass wir den Platz 4 auf jeden Fall erwischen wollen.
Und wir haben das jetzt halt wieder am furiosen 6-0 und haben den Platz katapultiert. Der hat uns im Vorfeld, also bis auf mich hat es ja keiner geglaubt, dass wir Vierte werden können. Und jetzt versuchen wir natürlich den Platz nicht zu halten, sondern weiter zu attackieren. Also, ich glaube, wir sind punktgleich mit Osnabrück, ein Tor vorne, da geht es jetzt nicht immer wieder so was teilen wollen, sondern wir müssen attackieren, wir müssen in die Spur 3 Punkte holen und dann das dann wieder aus. Also mir in erster Linie interessiert mich jetzt weniger, sagen wir, der vierte Platz ist schon ein besonderer Platz, weil wenn man uns dieses Jahr anschaut, wir haben natürlich tolle Pokalabende erleben dürfen, wir haben vor allen Dingen mit dem Pokal, ja, nicht nur ein Gehalt, sondern mehrere Gehälter eingespült. Und das ist so natürlich auch, wir haben einen siebenstelligen Betrag im Pokal eingespült. Und das ist natürlich für einen Drittliga-Verein natürlich schon eine Hausnummer. Und deswegen wollen wir im Pokal weiterhin anwesend sein und vertreten sein. Und, aber mir geht es in erster Linie um die maximale Punktzahl. Also wir haben letztes Jahr gut gepunktet, wir wollen in der Saison wieder gut punkten. Ich glaube, aktuell haben wir 55 Punkte, wenn ich richtig informiert bin. Und wir können dann auf 64 Punkte kommen. Das wäre natürlich mega. Da wären wir richtig, glaube ich, trotzdem stolz auf die Saison mit 64 Punkten. Und wissen natürlich auch, ja, wir hätten natürlich auch keinen 76 gehabt, aber es sind dann trotzdem 64 geworden. Und auf das ziehen wir aus. Und nicht, dass irgendwelche Platzierungen und dass wir irgendwo verteidigen wollen oder irgendwo die anderen hinter uns lassen wollen. Auf jeden Fall wissen wir, dass Mannheim den Platz gern hätte, in Saarbrücken hätte den Platz gern, Osnabrück hätte den Platz gern. Zumal natürlich von diesen vier Mannschaften, die jetzt aufgezählt sind, drei nicht mehr die direkte Qualifikation über den Landespokal schaffen können, sondern ausschließlich über die Liga. Und von dem her ist natürlich dann schon viel Druck bei anderen Mannschaften auch im Kessel. Wir freuen uns drauf, und man hat gesehen in Duisburg, dass uns das eher beflügelt und nicht so aktuell hemmt, dass wir den DFB-Pokalplatz sichern können. Da könnte man eine ganz andere Frage. Könnten das die Club oder Fans, Michael könnte eigentlich verzeihen, wenn er nach Fürth gehen würde? Also ich fieber schon mit Kräuter Fürth mit, muss ich sagen, aber nicht, weil er irgendwas jetzt im Raum steht, da kommt mir dann geil zu, sondern weil ich mal 17 Jahre bei Fürth war und es war für mich eigentlich in der Rückschau die Initialzündung, ob ich überhaupt noch Mannschaftstrainer sein kann. Ich war 12 Jahre beim DFB, 12 Jahre ja. Und Kräuter Fürth, die Station hat mir gezeigt, dass ich auch wieder täglich mit der Mannschaft arbeiten kann. Und das ist für einen Auswahltrainer schon eine ganz andere Dimension. Und natürlich haben wir, in der Saison, ja, haben wir einfach eine richtig starke Bundesliga-Saison in der U17 gespielt. Und wir haben auch Kantersiege eingefahren. Also ich erinnere mich schon an einen 7:1 gegen FC Bayern auf der eigenen Anlage in der U17-Bundesliga. Das ist natürlich ein außergewöhnliches Ergebnis gewesen. So wie jetzt wir am Sonntag in Duisburg 16 gewonnen haben, war das auch ein wahnsinniges Ergebnis. Und natürlich auch, dass jetzt aus der Zeit jetzt auch, oder ich auch ein Teil, oder aus der Mannschaft heraus jetzt, glaube ich, haben zum Beispiel jetzt ja, eine kometenhafte Entwicklung vollzogen. Das haben wir damals schon erkennen können. Der hat mich nahezu täglich gefordert mit Einzeltraining. Ja, und jetzt ist er ja, ein A-Nationalspieler, von dem wir die Zeit führt immer was Besonderes sein, aber es gab in den letzten Tagen, Wochen, ein Gespräch mit einem sportlich Verantwortlichen von Kräuter. Also von dem her, es geht ja nicht darum, also wenn man das jetzt immer so bezieht, weil ich habe jetzt auch gelesen, bei 60 hier einer irgendwie kommentiert und erzählt keine Verträge mehr. Ne? Es geht ja nicht darum, dass jetzt hier ein Vertrag brechen will, sondern es geht am Ende darum, wir sind jetzt dieses Jahr wieder, wir müssen die Saison analysieren, wir haben eine gute Saison gespielt, ich glaube, wir haben uns wieder gut entwickelt, wir haben Marcel Bär entwickelt, dass er vielleicht die Torschützenkanone holt. Wir haben auch junge Spieler mit Leandro Magalho, ein völlig neues Gesicht in diesem Verein eingebracht. Und wir haben aber auch etablierte Gesichter wie Marco Hiller so geschaffen. Ich glaube, das muss man sehen, also in allen Altersgruppen, Stefan Lex hat trotzdem eine gute Saison gespielt, auch wenn man dann vielleicht das in den letzten Wochen eher selber für sich behauptet, ja, das war jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, wir haben mit Janik Deichmann einen sehr, sehr guten Neuzugang, mit Marcel Bär uns gute Spieler verpflichtet in der Saison. Also ich glaube, Semi Böcker hier hat sich so einen gestandenen Innenverteidiger in unserer Mannschaft entwickelt. Und da könntest du noch ein paar Kreininger, hat jetzt in den letzten Wochen fantastisch gespielt. Wie gesagt, also wir haben genügend, glaube ich, Dinge, die man als positiver wirklich einstufen muss. Aber man muss auch sehen, wenn wir jetzt nur mal einen Fakt nehmen, den muss man einfach einen Kopf haben. Wir müssen schon am Ende überlegen, wie schätzen wir jetzt aktuell 60 München aktuell ein? Und wo wollen wir morgen sein? Das interessiert mich. Wo wollen wir morgen sein? Dass wir aktuell gut unterwegs sind, dass wir vielleicht so diesen
großen Wurf. Und der große Wurf wäre nur möglich gewesen, meiner Meinung nach, wenn wir super durch die Saison, da kannst du dir nicht erlauben, dass du einen Schaudi dir ein halbes Jahr verletzt ausfällt. Da kannst du nicht erlauben, dass ein Bein ein halbes Jahr verletzt ausfällt. Da kannst du nicht erlauben, dass ein Wölsch ein halbes Jahr ausfällt. Das geht nicht. Das hat uns einfach dieses Glück, zumal es kein Spiel gibt, sondern einfach, dass du gut bist und das hat nicht funktioniert. Und, wie gesagt, und dann ist für mich immer die Frage, was passiert morgen? Und das interessiert mich. Und es interessiert aber auch die Fans, was passiert morgen. Und mit der Frage beschäftige ich mich parallel aber zu dem, was mit den letzten, der Fokus auf den letzten drei Spielen liegt. Und was passiert morgen? Der Verein beschäftigt sich auch mit dem morgen, weil das muss er schon machen, wenn er die Lizenzierung seine Zahlen abgibt. Und das ist ja schon in den letzten Wochen über die Geschäftsführung und über die Vereinsführung passiert. Und jetzt geht es für mich immer darum, wie wird das sportlich genau aussehen. Ich bin für den Sport verantwortlich, weil nach dem dritten Spiel und nach dem vierten Spiel, nach dem ersten Spiel muss ich meinen Kopf hinhalten. Also geht es in erster Linie darum, wie soll das Thema aussehen. Und natürlich in dem Morgen, wie sollen wir dann am Ende auch unterwegs sein. Man muss immer, wenn wir jetzt das betrachten, muss man immer eins im Kopf haben, wie ich hier angefangen habe, kommt man nur dreimal auswechseln, jetzt wechseln wir fünfmal, also nur ein kleiner Aspekt, wie sich sportliche Situationen verändert haben. Und jetzt wechselst du fünfmal, also die Statik mit fünfmal wechseln, du wechselst 50% deiner Feldspielwechsel. Das ist eine völlig andere Dimension und jetzt sind die Trainer auch freudiger geworden, als wäre dann der fünfte Wechsel wieder mal in der 60. Minute schon vollzogen. Früher, bei drei Wechseln, hast du zwei Wechsel gemacht und den letzten hast du 10 Minuten vor Schluss maximal gemacht. Also in 15 Minuten, dann warst du 2-0 hinten, dann hast du jetzt halt den letzten rein, also eh scheißegal. Und deswegen muss man das betrachten und das sind einfach nur prozentual vorgeht, wechselst du 50% der Mannschaft. Und das muss man auch für uns in Schirmung, da sind wir momentan noch nicht so weit, dass wir in diesem absoluten Top-Duell am Ende, wenn Braunschweig mit 5 Wechseln die Statik verändert, wenn Osterbrück die Statik verändert, dass wir da noch mithalten können. Und das muss man einfach auch realistisch einordnen. Und das heißt nicht, dass wir jetzt hergehen und sagen, ja, lieber der Reisinger, der Präsident, oder lieber Hasan Ismail, wenn sie dann vom Ramadan zurückkommen am Sonntag, hoffentlich bringen sie uns nochmal 4 Millionen extra. Das wäre fatal, aber man muss einfach sportlich schauen, wo soll die Reise hingehen. Und in den Gesprächen, wie finden wir uns auch parallel. Wie gesagt, und das muss am Ende matchen. Das muss, wie gesagt, die letzte Woche schon gesagt, muss dann die Zukunft etwas Gutes sein. Und ich bezeige bei 60 etwas Gutes und das lassen wir nicht kaputt machen, indem man dann sagt am Schluss, ja, nein, das hat nicht funktioniert. Sondern muss man dann sagen, nein, dann geht es halt weiter. Ja, und in dem, wie gesagt, mit den Themen sind wir unterwegs, aber ja, wenn er heute früh das blaue 24 ist, da weiß man auch, Herr Knies weiß das schon, das ist immer richtig einzuschätzen. Man fühlt sich hier wohl und es soll 60, also meine Zeit bei 60 soll jetzt noch nicht so enden. Also wie gesagt, wir haben immer noch was Gemeinsames vor, aber wie gesagt, das muss die Bedingung müssen stimmen und wie gesagt, wir sind jetzt hier, was ist aktuell und wie soll die Zukunft aussehen. Und wie gesagt, das ist eine legitime Frage, die man auch sich als Trainer stellen darf. Ich glaube, dass es nichts mit Vertragsbruch zu tun hat, weil die Klären, die wir jetzt kompetieren, legt dem Verein ein Konkurrenzangebot hin und so, ja, Moment mal, die und das mir vorgelegt und ich will das da raus, und ist ja nicht so der Fall, sondern am Ende ist es so, wenn die Möglichkeiten für mich, weil so, man kann sich sportlich hier nicht verwirklichen, sind mir gegeben, das ist auch kein Problem, dann ist es einfach eine Entscheidung, eine strategische Entscheidung des Vereins und ich muss auch strategische Entscheidungen treffen im sportlichen Bereich. Und da sagt man, nee, dann bleibe ich dann ja zu Hause und fange mit meinem Bruder. Also, wie gesagt, oder man committet sich, dass man sagt, für beide Seiten ist es wirtschaftlich darstellbar, immer bewusst, also ich weiß schon, dass die Finanzen auch einen Präsidenten interessieren, einen Präsidium interessieren und auch die Finanzen einen Hasan Ismail interessieren. Und dann sagt er, unter den wirtschaftlichen wir schaffen es unter den gegebenen wirtschaftlichen Voraussetzungen sportlich erfolgreich zu sein. Und das ist das Einzige. Das wird natürlich jetzt da viel rein interpretiert und der Mandala irgendwo. Aber wie gesagt, die Frage treibt mich natürlich schon um. Wie gesagt, und, ja, aber jetzt geht es in erster Linie mal nochmal. Fokus auf 3 Spiele, wir wollen 9 Punkte holen. Das ist unser Ziel. Das ist ein schweres Ziel, das ist ein hohes Ziel. Und wir wollen, wie gesagt, in erster Linie mal, ist das, was vor der Hand ist, das ist das Habersee. Das ist das, was ich als nächstes sehe, wenn ich meine Hand hochhebe und jetzt was im Mai oder im April oder im Dezember oder 2023, sondern das sehe ich jetzt vor meiner Hand, das habe ich und mit dem Thema müssen wir uns jetzt ausführlich beschäftigen und ja, das war es dann bei mir zu dem Thema. Die Kollegin,
Das klang jetzt gerade so, als wären jetzt Ihre persönlichen Trainerziele und die des Vereins möglicherweise nicht hundertprozentig deckungsgleich. Oder interpretiere ich das jetzt fehl? Es gibt da Gespräche und ich habe im letzten Versuch mal die Dinge dann auf den Punkt zu bringen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir, dass jetzt das Unterschied im Innenleben schaut sich immer anders aus in den Gesprächen. Wir würden jetzt nicht etwas reininterpretieren oder dass wir jetzt der Mainz oder Dinge zu zwei Welten auseinander. So, jetzt ist einfach die Frage, wir analysieren die Saison. Ganz normal, wir analysieren die Saison und aus der Analyse heraus ergeben sich Entscheidungen. Ergeben sich Fakten, Entscheidungen, die musst du fällen, sportlich und wirtschaftlich. Und wenn das so zusammenkommt, dann kannst du sagen, okay, wenn ich nicht zusammenkomme, was du nicht tust, dann braucht man aber auch dann nicht, dann muss man das vielleicht mit anderen Leuten dann am Ende machen. Also für mich ist ja die reine Einschätzung. Also, ich bin jetzt ja hier schon ein paar Monate hier, ich habe eine Einschätzung, für was ist was machbar, mit was ist was möglich. Wie stelle ich mir das vor, wenn der Verein sagt, nö, also wir haben eine andere Vorstellung, das heißt nicht, dass die Ziele vielleicht vom Verein andere sind, aber die haben einen anderen Umsetzungsfaktor, dann müssen, muss man das so machen. Also wie gesagt, das hat nur mit dem nichts zu tun, aber wie gesagt, ich muss ja für mich die Chance haben, dass ich für mich so, hey, das könnte so funktionieren. Und dann, weil alles andere, also gibt es so ein schönes viertes Wort für mich, es gibt so ein neudeutsches Wort Mismatch. Dann ist es ein Mismatch. Und wie gesagt, wenn ich mich dabei, muss ich sehen, dass es funktioniert. Wie gesagt, ich habe das letztes Jahr gesehen, wir wussten, war letztes Jahr, es muss alles zusammentreffen, dass wir die Chance haben. Wir sind trotzdem wieder Vierter. Wir haben trotzdem die zweitbeste Offensive, wir spielen die mega gut. Aber wir laufen natürlich auch diesen elften Platz aus der Hinterrunde hinterher. Also, das muss man leider auch sagen. Aber das heißt ja nicht, dass es jetzt so scheiße ist, sondern wir haben Entscheidungen treffen müssen, es waren schwere Entscheidungen im Herbst oder im Winter. Aber wir haben, glaube ich, gute Entscheidungen trotzdem getroffen im Sinne des Vereins. Und jetzt spielen wir eine super Rückrunde. Die Rückrunde ist noch nicht zu Ende und wir wollen auch weiterhin, dass sie so gut bleibt. Vielleicht noch ein Tick besser wird noch, weil wir noch ein paar Punkte holen. Und dann ist es klasse. Und, jetzt hat er, und wir haben dann auch gesehen, wo fehlt, wo fehlt es nicht. Und wir sehen aber auch eins, was immer gut ist. Und das sieht man auch, ich war gestern, wie gesagt, bei der Bildveranstaltung am Niffitos-Gelände, weil ich Turnier aufschaut, da waren auch viele Leute dort, also, die sich extrem mit 60 beschäftigen. Und die haben natürlich auch immer gefragt, ja, bleiben Sie und so. Und dann haben wir es auch immer über 60 unterhalten. Und der Fan sieht doch auch, die Mannschaft müht sich in jedem Spiel. Die Mannschaft gibt in jedem Spiel alles. Gibt es nicht so, dass man da vorne reingeht und schaut da runter und sagt, hey, die Idioten, wir wollen noch nicht. Sondern die Mannschaft haut alles raus und es reicht, wenn die Mannschaft punkten wird. Da fehlt es auch ein Stück oder da haben einfach dann vielleicht nicht die Breite im Kader. Und an dem Thema muss man einfach arbeiten. Dass man sagt, so, wie kann man das besser in den Griff kriegen, ohne dass man hergeht und sagt, ja, wir verkaufen das Vereinsgelände oder keine Ahnung was, oder wir nehmen 10 Millionen Euro an Darlehen auf oder machen Genusche oder keine Ahnung, ich komme ja mit den Zeug nicht aus. Sondern es muss alles wirtschaftlich an den Griff aufstellen. Und in dem Thema muss man einfach auch denken, das finde ich völlig legitim. Genauso wie man auch sportlich denken muss, hey, jetzt haben wir Vierter aktuell, das reicht so, ein kleiner Drücker fehlt so gefühlt immer wieder und wir müssen auch ein bisschen also das Thema auffangen, wenn wirklich mal zwei, drei Spieler sich länger ausfallen, das ist ja leider im Profisport passiert ist, da haben wir auch keine Garantie dafür, dass man das gut hinbekommt und wie gesagt, und, das wird jetzt ja, hoffentlich kein Hexenwerk werden, aber wie gesagt, deswegen wie gesagt, gibt es eine Analyse und das ist völlig legitim von Vereinsseite und von meiner Seite. Und es gibt genauso auch Klauseln im Vertrag. Und das ist auch so, weil wenn ich viermal in Folge verliere, dann schmeißen die mich raus. Dann ist jetzt auch kein, ob ich einen Vertrag habe oder nicht. Wenn man manche sagen, ja, respektiert der Trainer den Vertrag nicht. Ja, also schaut sich mal die dritte Liga an, dann möchte ich wissen, wie viele Verträge haben die Trainer nicht respektiert. Wenn man es mal so annimmt, und wie viele haben die Vereine nicht respektiert. Also ich glaube, dass die Vereine, die Trainer immer deutlich in der Untersache sind. Das hat ja nichts mit respektieren zu tun. Es geht einfach darum, dass man einfach Dinge bewertet. Ja, reichen wir den Ball doch mal weiter an den Herrn Lorenzl. Ist der Michael Köllner der Einzige im Verein, der sich so offen dazu bekennt, dass man langfristig oder kurzfristig, mittelfristig besser werden will als vierter Platz? Und dafür auch die Rahmenbedingungen schaffen? Wir haben alle das Ziel, dass wir besser werden. Ja, aber unsere Aufgabe ist ganz einfach, im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten das Optimum herauszuholen. Und das machen wir Tag für Tag. Es gibt da immer eine Außenansicht und eine Innenansicht. Und wie gesagt, ich nehme Sie gerne ein Stück weit in der Innenansicht mit. Wie gesagt, Michael hat noch ein Jahr Vertrag und wir planen Tag für Tag, Woche für Woche, akribisch gemeinsam die kommende Spielzeit. Das
Das heißt, ich habe 0,0 den Eindruck, dass Abwanderungskanz einfach Gedanken hat. Wie gesagt, wir tauschen uns tagtäglich aus über Zukunftsszenarien, analysieren die Saison, haben die Saison analysiert, sind dabei, jetzt die nächsten Personalplanungen in Angriff zu nehmen. Wir haben auch schon Entscheidungen getroffen, die geben wir aber ganz bewusst nicht bekannt, weil wir sagen, pass auf, volle Konzentration auf die restlichen drei Spiele, auf dieses Etappenziel, vierter Platz. Und ja, an mich ist auch kein Berater herangetreten, sein Berater nicht herangetreten, an mich ist kein anderer Verein herangetreten. Ich habe mich gestern auch ja, mit Verantwortlichen von Greuther Fürth ausgetauscht, das heißt, für mich gibt es da 0,0 Zweifel. Aber es ist vollkommen klar, dass man Dinge auslotet, das ist legitim in dem Geschäft. Und ja, wir planen, wie gesagt, gemeinsam die Zukunft. Und für mich gibt es da ja, überhaupt keinen Zweifel daran. Und dass wir alle natürlich uns weiterentwickeln wollen, das ist überhaupt keine Frage. Aber noch einmal, es geht darum, aus den finanziellen zur Verfügung stehenden Mitteln strategisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und daran arbeiten wir gemeinsam Tag für Tag. Schau ich nochmal in die fleißig fünfte Runde. Gibt es noch Fragen an die beiden Herren? Scheint nicht der Fall zu sein, dann sage ich vielen Dank. Ich wünsche allen Zuschauern auf Löwen TV ein schönes Wochenende. Euch ein schönes Wochenende. Ganz gut, wir können uns am Ende der Runde dann nochmal zu einer kleinen Soccerball-Runde in Zwanlinien draußen treffen. Mit den Journalisten mal zusammen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Da schwimmen wir draußen, weil wir mit den Trainern. Die Woche draußen in Zwanlinien an der Soccerball-Anlage ist super. Das kann ich nur jedem empfehlen. Von dem her kann man uns dann gerne nochmal zu Zwanlinien und Kinderlis dann einmal da draußen spielen, die Uli Kölner war schon mal draußen. Er kennt es ja. Aber dann müssen wir Physio auch mitnehmen, oder? Ja, für manche wird es ein Physio ganz gut. Also ich bin froh, dass ich es ohne geschafft habe, aber ich glaube, dass der eine oder andere beim Physio Günther Parenz natürlich noch gehandicapt ist, natürlich schade drum, weil. Nein, ich mache es mit dem Schläger. Weil man sicher einen guten Ball spielt. Ich mache es mit dem Schläger. Aber da können wir auf jeden Fall die Themen noch einmal unter vier Augen nochmal ausführlich diskutieren, mit dem Ball am Fuß. Das ist ja wie man nicht. Ich mache es längst mit dem Tennisschläger. Wer hat denn jetzt überhaupt gewonnen aus der Staff-Runde? Ja, es war ein hartes Rennen. Also wie gesagt, Günther Brandl hat natürlich einen strategischen Vorteil gehabt. Laut dem Betreiber der Anlage war Günther Brandl wohl täglich draußen im Vorfeld geübt. Also wurde uns zugetragen. Er konnte natürlich dann der Favoritenrolle nicht gerecht werden, das war die Adam klar. Und war ein enges Rennen. Ich war sogar dann mit in der Verlosung, aber auf die letzten drei Löcher habe ich leider zu viel Risiko, zu viel Blödsinn gespielt. Und dann ging der von Franz Hübner, unser Spielermann, hat dann mit einem Schlag da vorne war dann das Rennen gewonnen, aber war auf jeden Fall toll und finde ich nur gut, so mal mit den Tränen mal was zu machen, weil es auch mal ein bisschen was anderes ist, dass man da einfach einmal in einer anderen Runde zusammenkommt. Und ja, muss dann die anderen, die man die Schalte hin machen, muss man jetzt in der Woche ein bisschen aufbauen. Aber das ist ja halt noch alles bis zum Samstag kriegen wir ja wieder hin, dass unser Torwarttrainer in Jugendlichen funktioniert. Also wie gesagt, der Matthias Luginger hat abends einen Spieleinsatz gehabt in seiner kreisigen Mannschaft. Von dem her muss dann wohl selber ins Tor wieder Spieler werden. Also dem her war es gut und wie gesagt, das ist jetzt auch, sind wir froh, dass das Pandemie-Thema jetzt wieder ein bisschen kleiner gekocht wird. Wenn man jetzt auch wieder Veranstaltungen hat, dann mit der Mannschaft mit dem Mann machen kann, aber mit dem Trainer hin, weil das haben wir die letzten zwei Jahre schmerzlich vermisst. Und da ist genügend Nachholbedarf und ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen da an dem Thema arbeiten können. In diesem Sinne dann, bis morgen im Stadion und dann ein schönes Wochenende. Ich denke mal, der Mentaltrainer auch mit. Ja. Natürlich hat der Mentaltrainer. Warum nicht? Bis morgen. So, servus.